Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Ebenezer and the Invisible World. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns in der Malthus-Fabrik und hier wartet wohl ein nächster Bosskampf auf uns. Und danach dürften wir uns langsam den Ende dieses Titels nähern. Und bevor wir dann hier durch die verschlossenen Tore gehen, wo ich den Endgegner vermute, würde ich mit der Bimmelbahn nochmal hierhin zurückfahren und schauen, ob wir uns die restlichen Gesundheits- und Geist-Upgrades leisten können und ob wir uns die Waffe leisten können. Wenn wir das nicht können, werde ich hier noch ein wenig durch die Malthus-Fabrik reisen und die Gegner platthauen, bis wir genügend Ressourcen zusammen haben, um dies zu tun. So, da wir jetzt aber einen Bosskampf haben, muss ich mir überlegen, welche Zusammenstellung ich nehme. Wir haben eine Menge Geld aktuell. Moment, wo sehen wir es? Hier, wir haben fast 10.000. Das heißt, das Erbstück Ishans Goldkrone könnte hier ganz nützlich sein. Den Angriff Geistschaden um 2%. Das wäre auch sehr geil, weil wir ja alle Geister haben. Was hatten wir uns da ausgerechnet? 16 Geister, sprich 32% mehr Schaden, fast ein Drittel. Das hier sowieso erhöht den Schaden von Spazierstöcken und Geisterwaffen und steigert die Geschwindigkeit der Geistaufladung. Die Geister wollen wir natürlich häufig verwenden. Und dann würde ich noch reinnehmen, dass jeder dritte Treffer ein kritischer ist. Und dann hoffe ich mal, dass wir diesen Kampf gut bestehen werden. Ich weiß noch nicht, ob ich den Adlerkopf nehmen soll. Der soll ja doch verheerenden Schaden anrichten. Ich schaue mal kurz wegen der Reichweite. Also hier würden wir die oberste Kante... Na, ich mache es mal an diesem unteren Geländepfosten. Also mit diesem erreichen wir den äußeren unteren Geländepfosten. Und der geht natürlich etwas weiter und erhöht auch die Aufladung der Geister, macht aber weniger Schaden. So, ich glaube, der Schaden von Freddy ist etwas stärker als der von Bruce. Braucht aber auch länger. Ich werde bei Bruce bleiben. Mal schauen, was wir hier überhaupt für einen Gegner haben. Wir werden uns jetzt einfach mal diesem Gegner stellen. Ich lasse dann doch lieber meinen Schlangenkopf ausgerüstet. Eventuell tauschen zum Adlerkopf. Wir werden uns das jetzt gleich mal anschauen, wie sich dieser Kampf verhält. Ich bereite mich immer so extrem vor und dann haben wir ja doch, ich sag mal, recht einfache Kämpfe gehabt bisher. Mal schauen, ob das so bleibt. Ach. Ach, du Heiliger, der kommt ja auch noch mit Kollegen daher. Ich glaube, die sollten wir mal zuerst erledigen. Oh, der hält aber mehr aus hier. Oh, 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 oh. Wir sind ja schon... Muss man Kaltgekochtes benutzen. Wow, und da hinten ist... Was für ein Sack? Ich sehe es gerade. Ja, den haben wir schon mal weg. Ihn auch. Jetzt können wir uns rein um ihn kümmern. Wieder mit... Oh! Das ist neu. Aber ich glaube, die Zusammenstellung... Ich danke ja, dass wir hier diesen... doch mal auf den Adlerkopf wechseln, einfach nur um zu schauen.
Okay, da sehe ich gerade keinen großen Wechsel. Wieso können wir gerade nicht mehr schlagen? Ah, jetzt. Ah, wir haben ihn. Nur einen Kuchen hat er verloren. Bis zum nächsten Mal, Ebenezer. Wenn wir nochmal gegen ihn kämpfen müssen. Okay. Und er hat sonst nichts verloren. Das ist gerade aber... Leute, das ist gerade aber irgendwie enttäuschend. So, das haben wir ja schon gemacht. Aber eins fehlte doch noch. Das muss dann unten irgendwo sein. Habe ich da eins übersehen? Habe es erstmal sein lassen? Oh Leute, ich werde jetzt aber wieder wechseln. Aber die Zusammenstellung war gerade sehr, sehr gut. Wir bräuchten Hannibals Tasche, damit wir Gold anziehen. Was hatte ich noch drin? Ich hatte auf jeden Fall drin, dass wir die Geheimgänge sehen. Ich hatte drin, dass die Chance, seltene Gegenstände hinterlassen werden, erhöht werden. Und natürlich Sibyls Kristallkugel, um den Schaden der Stöcke zu erhöhen. Ah. Hey, ich habe gelesen, du verlierst Platin. Qualadin Platin und tust es doch nicht. Du lügst. Wow, wow, wow. Ich werde gerade sehr unvorsichtig, Leute. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich werde mal ein bisschen Jean-Baptiste nutzen. Ah, das war ja richtig schlecht, was ich hier fabriziert habe. Irgendwo müsste ja noch so eine Apparatur sein. Wir verlieren einfach kein Paladin Platin. Das gibt es doch nicht. Sie ist echt ätzend. Ah, und wenn wir zu nah an sie rankommen, ist das natürlich auch wieder Schaden. Glühende Kohlen. Ah. Ah. Ah, wo haben wir denn jetzt bitteschön? Äther war auch eine der seltenen Sachen, die verwendet. Was? Leute.
Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. So, den Kampf müssen wir aber nicht nochmal machen hier, oder? Doch, müssen wir. Warum das denn? Und was ist hier? Hä? Okay, so viel zum Thema Bugs. Ist ja auch noch der Granatenfuzzi. Unser alter Baseballspieler. So, ihn haben wir schon mal. Fuck. Manchmal, das ist doch bescheuert, manchmal können wir nach dem Springen nicht schlagen. Oh, da hat er uns erwischt. Aber da haben wir ihn auch wieder erwischt und er verliert wieder nur seinen Pudding. Und mehr hat er auch nicht zu sagen. Okay. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das alles ist hier. Leute, ist das übel. Also, hier haben wir Maschine Nummer 1. Kommen wir da oben nicht dran? Seinen Zweck haben, dass wir hier oben auf dieser Plattform stehen können. Also die haben wir schon betätigt. Das heißt, wir müssen jetzt in diesem Bereich weitersuchen. Hier haben wir die Bimmelbahn. Sonst kümmere ich mich erstmal darum. Wir schauen uns jetzt erstmal an, ob wir die letzte Waffe holen können. Und vielleicht nochmal Gesundheits- und Geistenergie-Upgrades erwerben können. Ich werde erstmal zum Händler gehen, um die Waffe zu kaufen, die uns noch fehlt. Dann haben wir das schon mal vervollständigt. Ah! Wieder dieser selbe Schwachsinn hier wegen dem Geld. So, Jasper, dann lass mal schauen. Den Wolfskopf können wir uns jetzt leisten. Aber dann fehlt uns gleich wieder Paladin-Platin. Ich glaube, das brauchen wir noch für irgendwas. So. Zack, da kommt der Erfolg, dass wir alle Waffen im Spiel besitzen. Damit haben wir den Wolfskopf. Eine große Steigerung des Geistes, wenn Gegner getroffen werden. Der Wolfskopf-Spazierstock ist darauf spezialisiert, Ebenezers Geistanzeige mit jedem Schlag schnell wieder aufzufüllen, was eine schnelle Geisterbeschwörung ermöglicht. Er ist dafür bekannt, dass er den Träger mit den Geistern von Mensch und Tier verbindet und wird von denjenigen bevorzugt, die sich in der Geisterwelt auskennen. So, alle Waffen, das ist schon mal gut.
Das heißt, jetzt fehlt nur noch das Upgrade oder die maximalen Upgrades für Lebensenergie und Geisterenergie. Ja. Ja, ist ja gut. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier brauchen. Lebensenergie können wir nochmal erhöhen. Wahrscheinlich das nächste Mal jetzt nicht mehr. Doch, auch noch. Yes. Vervollständige das Gesundheitsupgrade. Also hier geht nicht mehr. Was sagt er denn, wenn wir nochmal ansprechen? Ausgezeichnet. Ich werde Ihren Gesundheitsbalken verbessern. Großartig. Das hast du aber schon. Er kennt diese Dialoge nicht aus dem wahren Leben. Ich werde Ihren Gesundheitsbalken verbessern. Das könnte eine ganz plumpe Anmache sein, Leute. Okay, mal schauen. Ich glaube, hier wird es jetzt kritisch. Paladin, Platin und Äther. Paladin, Platin und Äther fehlt uns hier. Das heißt, wir müssen dann sowieso noch mal ein bisschen gucken, dass wir hier in der Malthus-Fabrik nach Ressourcen grabben, sag ich jetzt mal. Ja, Farming. Was wir jetzt machen, ist nichts anderes als Farming. Auch wenn ich die Begriffe hasse. Aber sie werden nun mal so genannt. Und ihr wisst, was ich meine. Wir müssen ja eh noch hier den letzten Schalter finden. Ich rüste aber mal wieder Jean-Baptiste aus. Wir nutzen mal ein bisschen, dass sie sich festbacken hier. Meine Güte, die sollte doch eigentlich Paladin-Platin verlieren. Leute. Müssen mal wieder umwechseln. In Hannibals Tasche. Haben wir irgendwas, was noch erhöht, das... Feinde lassen doppelt so viele Münzen fallen? Nein, das brauchen wir nicht. Das ist schon dann eher was. Ah, 90% mehr Gesundheit und verursachen 90% mehr Schaden. Das ist es mir nicht wert. Na gut, hilft ja alles nichts. Es hilft ja alles nichts. So, er hat auf jeden Fall schon mal seltene Materialien fallen. Uah! Äther. Oft der Kleine jetzt schon Schaden verhindert hat, ist schon erstaunlich. Also ich würde ja behaupten, wenn rechts in der Nische so ein Hebel war, dass auch links hier eine Nische sein muss mit Hebel. Mann.
oh ja. Ah nee, hier war ja der Übergang. Ich verstehe es nicht, Leute. Und schon wieder konnte ich gerade nicht schauen. Oh. Geht sie denn jetzt schon wieder? Der Gegner nervt mich so ein wenig. Da unten ist sie. Wo ist denn jetzt der letzte Hebel für oben? Das kann doch nicht sein. Da sehe ich ja was. Hier unten war doch, glaube ich, irgendwo war die Stelle, wo Lava angestiegen ist. Aliab, jawoll, endlich mal Paladin-Platin verloren. Jetzt sehe ich, was so viel Schaden macht. Seine blöde Kugel, die er hinter sich herzieht, wenn wir da reinrennen. Lavendel. Ach, das war der, genau, der untere Eingang. Jean-Baptiste könnte uns noch mal heilen. Ist es hier? Nein, es sah gerade so aus. Dauert es halt ewig, ne? Und ich dachte, die sollten auch Paladin Platin verlieren, aber hier, bei dir haben wir ein gutes Gefühl. Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss doch der letzte Schalter für das Tor sein. Vielleicht in dem Raum, wo wir gegen Rowan nochmal gekämpft haben. Konnten wir da weiter hoch? Huh?
Hier ist ja irgendwie nichts. Ah, ja. Ich verstehe es nicht. Paladin Platin. So eine Eisenkugel. Tut auch ganz schön weh. So, hier war die Bimmelbahn. Mann. Und hier kommen wir wieder hoch. Hier leuchtet schon alles, ist freigeschaltet. Hier ist aber auch nichts. Diesen einen Raum, ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr, welcher es war, wo Lava angestiegen ist. Ob da vielleicht noch so ein Schalter versteckt ist. Äther ist auch gut. Leute. Nicht sein, dass es jetzt daran scheitert. Moment. Ah ne, hier war das mit dem Lava, genau. Was war denn da oben? Ich gucke einfach nochmal. Muss ja eh noch ein paar Ressourcen sammeln. Paladin Platin, sehr schön. So langsam sammeln wir es zusammen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was uns noch alles fehlte. Ich glaube, da oben war ein Erbstück, oder? Grüne Kohlen. Jean-Baptiste zur Heilung nutzen.
hier hatten wir das Erbstück. Ah! Das hätte... Aua, 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 aua. Die sind echt nervig. Runter, wo die Lava so angestiegen ist, sich hier vielleicht der letzte Schalter befindet. Wahrscheinlich dann ganz unten. Da hat mir keine Zeit groß, woanders hinzugehen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Speicherraum und dann mussten wir hier schnell hoch. Bedeutet, rechts, wo es runter geht, waren wir noch gar nicht. Hier muss irgendwo was sein. Haben wir doch schon geguckt? Was? Ich verstehe langsam hier. Nein! Echt zu blind, den letzten Hebel zu finden. Gefühlt sieht jeder Raum so aus, als könnte der Hebel da sein, wenn wir diese Geräte hier sehen. Eieieiei. Wieder ins Stadtzentrum. Hast du dich auf die falsche Richtung konzentriert? Leute, Leute, wo ist nur dieser letzte Schalter für das Tor? Ich meine nicht das Tor. Barnaby, oder wie er hieß.
doch nicht wahr sein. Nee, hier war definitiv nicht. Da sind wir viel zu früh. Ist unser Freund schon wieder. Oh, da habe ich aber gerade Glück gehabt. Ah, was war das? Wollte eigentlich ihn hier nutzen. Vielleicht uns davon nicht auch noch was. Zurück, also hier. Wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter, liebe Leute? Wir sind doch schon so gut wie am Ende des Spiels. Den habe ich 100 Pro da hinten hier irgendwo übersehen. Der muss ja in diesem Bereich sein. Aber abschalten. Mussten wir ja eh, damit wir dann links wieder runterkommen. Okay. Ey. Keine hinterhältigen Geschichten hier, liebe Leute. Speicherraum. Ich werde ihn noch mal nutzen. Dann werde ich noch mal gucken. Irgendwo muss ich doch so blöd gewesen sein und den übersehen haben. Ich hoffe nur, das ist kein Bug. Also, Maschine Nummer 1 ist hier.
Hä? Ich weiß nicht, ob das gerade richtig war, dass wir jetzt einfach hier so durchgedächt sind. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so gewollt war. Oder doch? Nein. Doch kein Geistertor. Das ist doch kein Geistertor. Ach, wir haben sowas schon wieder. Okay. Wow, ich bin etwas zu lahmarschig. Geht das denn diesmal? Wir haben gerade einen guten Vorsprung aufgebaut. Okay. Speicherraum. Ja, Leute, das... Wenn wir hier nochmal einen Speicherraum haben, dann befinden wir uns doch schon am Ende, oder? Ja. Nein, will ich nicht. Nein, das machen wir jetzt auch nicht. Ich will auf jeden Fall... Ich weiß nämlich nicht, ob wir nach dem Ende noch weiterspielen können. Deswegen werde ich jetzt hier das Video beenden. Ich will nämlich noch die Geistesenergie aufs Maximum bringen. Und ich will mal schauen, wo der dritte Schalter ist, weil das war 100% ein Bug, dass wir da gerade mit unserer Geisteskraft durchstechen konnten. Vielleicht auch nicht. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Okay, liebe Leute, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Ebenezer and the Invisible World wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.